Beto habe ich eins hier in Reichbröch. Man, sie wird ja die Kneip und das war Jenny Beta. Mein Grotkind sagt, da geht nur Ockenbach in net mit seinen Blick prägen. Da habe ich gedacht, ich komme mal nur sehen. Jo, du hätt ihr Grotkind auch hier recht. Verstehen das ist, wirklich ist einfach, für Jan und alle Mann. Wenn der Finanzpartner aus der Region kommt. Nach dem Pokal ist vor der Liga und damit darf ich Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz anlässlich unseres Liga-Heimspiels am kommenden Samstag, ja, 14 Uhr, Sparta Bank Hessen-Stadion, hier an gleicher Stelle. Es geht gegen Astoria Waldorf und ich freue mich, dass ich einen Hessen-Pokalsieger hier bei mir am Podium habe. Hallo, Robin Scheu. Hallo. Und natürlich den Cheftrainer. Gratulation nochmal. Hallo, danke. Ja, und wir haben es eben schon mal so ein bisschen eingeblendet. Der Pokal, hier steht er. Das war, denke ich, eine tolle Geschichte. Durftet ihr mal so richtig 3 Tage, na, sind ja noch gar keine 3 Tage her, aber jetzt so im Dauerrausch, glaube ich, ganz so war es dann doch nicht, oder? Nee, so ganz war es nicht. Also ich glaube, nach dem Pokalsieg haben wir uns mal im Bus jeder mal ein Bier gegönnt, fast jeder, und es ist nicht so viel Zeit bis zum nächsten Spiel, steht ja morgen schon wieder das nächste Spiel an, und deswegen haben wir keinen ruhigen Ehr gemacht. Aber jetzt bist du natürlich auch richtiger Bestandteil, hast richtigen Anteil an der Pokalgeschichte Kickers Offenbach. Hat man ja immer viel gehört, gesehen, hast ja auch schon so hier richtig mitschnuppern dürfen, aber jetzt warst du so richtig auch dabei. Ist so eine tolle Geschichte. Ja, klar, ist eine tolle Geschichte. Wir haben jetzt zusammen alle einen Titel geholt. Das ist für jeden, glaube ich, nochmal so ein Highlight gewesen jetzt die Saison. Vielleicht geht noch was, man weiß es nicht. Aber das ist schon mal wichtig für jeden Einzelnen, dass er weiß, wir haben wir in Wiesbaden geschlagen, ich bin eine Liga höher. Wir haben, glaube ich, auch gezeigt, dass wir da mithalten können. Und es ist halt ein schönes Erlebnis. Jetzt haben wir so ein bisschen über den Pokal gesprochen, aber ich könnte mir vorstellen, du willst das bestimmt irgendwie schnell abgehakt haben. Oder kann man sagen, das bringt, kann man so ein bisschen auch mit reinziehen, diese Euphorie aus dem Pokal jetzt ins Ligaspiel? Ja, Euphorie nicht, aber das, was gerade der Robin angesprochen hat, ne, wenn man weiß, man kann gegen eine Mannschaft siegen, die eine Liga höher steht und nicht unverdient siegen. Das gibt ihnen ein bisschen Schub, ein bisschen Kraft für die nächsten schweren Aufgaben. Wir haben ja jetzt eigentlich noch 2 englische Wochen. Also jetzt spielen wir gegen Waldorf, am Dienstag spielen wir gegen Kaiserslautern und dann zu Hause gegen Baling. Also es warten innerhalb von den nächsten Tagen 3 schwere Spiele auf uns. Und von daher ist es gefragt, dass wir dieses Selbstvertrauen, das wir uns jetzt vielleicht gewonnen haben in diesem Spiel, auch in die nächsten Spiele mit reinnehmen. Und von daher ist es schon wichtig, mal dieser Sieg. Keine Frage. Und du als Coach musst du da ein bisschen drauf aufpassen, dass nicht zu viel Selbstbewusstsein dann da ist? Und auch, oder hast du das Gefühl, die Jungs haben das ganz gut so im Griff? Wenn ich das erkennen würde, müsste ich natürlich sofort einschreiten. Das tue ich dann natürlich auch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Jungs es kapiert haben, dass es wichtig war. Aber dass wir auch noch eine richtige Chance in der Liga haben. Und das wissen wir. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen versuchen, die restlichen Spiele zu gewinnen. Das ist am Samstag Astoria Waldorf, eine Mannschaft, die technisch sehr, sehr gut ist, einen sehr, sehr guten Ball spielt, vielleicht tabellarisch nicht so gut dasteht, aber für mich eine Mannschaft, die wirklich in diese Liga gehört. Und habe mir auch mehrere Spiele dort schon angeschaut. Ich habe das immer das Gefühl gehabt, wenn die spielen, da spielt eine Mannschaft, die gut Fußball spielen kann, gut agieren kann, und das wird eine schwierige Aufgabe morgen. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, Ring frei für die ersten Fragen. Wie sieht's denn personell aus nach dem Spiel am Mittwoch? Also personell sieht eigentlich so ganz gut aus. Das heißt, wir haben keine großen Verletzungen. Das ist mal das Allerwichtigste. Also aus diesem Spiel heraus ist jetzt nichts Akutes passiert, was natürlich sehr, sehr hilfreich ist. Ich glaube, es hat auch was mit der Trainingssteuerung in den letzten Wochen und Monaten zu tun. Ich glaube, dass ich da großes Augenmerk drauf gelegt habe, dass wir eine gute Dosierung gefunden haben zwischen Regeneration, aber auch richtigen, intensiven Training. Das ist wichtig. Ich glaube, dass es uns in den letzten Wochen sehr, sehr gut geglückt ist, dieser Prozess. Aber schlussendlich ist es jetzt so, dass wir auch auf das, was passiert ist und was kommen mag, reagieren müssen. Das heißt, wir haben jetzt, habe es ja gerade angesprochen, innerhalb von den nächsten 8 Tagen 3 Spiele. Und da müssen wir sehen, dass wir das gut verkraften, körperlich, aber auch vom Kopf her. Und es geht darum, jetzt wieder die richtigen Lösungen zu finden, ne? Das richtige
Feeling für dieses Spiel und darauf wird es ankommen. Ich hoffe und wünsche mir, dass das Publikum uns hilft morgen. Es wird wichtig sein in diesem Heimspiel zu Hause. Ich glaube, dass das Publikum, das war jetzt zum Beispiel beim Pokalspiel in Heilge ähnlich, uns unwahrscheinlich unterstützt hat, unwahrscheinlich geholfen hat. Das hat der Mannschaft sehr, sehr viel gegeben, sehr, sehr viel genutzt und das wünsche ich mir für das Heimspiel auch. Das ist unser 12. Spieler morgen, kann das sein und das kann Motivation für einzelne Spieler werden und das brauchen wir auch morgen. Robin, ist es so, dass man dann nochmal richtig läuft, nochmal ganz besonders die ganz weiten Wege geht, wenn so viele Fans dabei sind und ist das auch so euer Wunsch, dass jetzt beim Heimspiel das ähnlich von Stimmung her wird? Also na klar freut man sich immer, ich glaube, umso mehr Zuschauer da sind, umso geiler wird die Stimmung und ich glaube, jeder für sich sieht dann auch so persönlich für sich, umso mehr Zuschauer kommen, umso mehr sieht man, dass die Leistung dann noch stimmt. Und klar, wenn man den Vergleich jetzt mal nimmt gegen Wien und die Offenbacher-Fans, ich glaube, von denen waren gefühlte 30 Leute da und von uns gefühlte 2000, 3000 Leute. Von der Lautstärke her sage ich sogar 4 vielleicht schon. Und klar, das pusht dich nochmal umso mehr. Und jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal aufs Ligaspiel. Da hast du auch, der Trainer hat es ja eben schon mal so gesagt, es ist ja noch nicht fertig, die Saison ist noch nicht beendet, da geht ja noch vielleicht was. Ja, also ich sage auch, na klar, könnte noch was gehen. Es liegt nicht nur an uns, aber wir gucken nur auf uns und konzentrieren uns auf die letzten Spiele. Und ja, mal gucken, was dann bei noch rumkommt. Ich schaue nochmal in die Runde. Keine Fragen mehr? Doch. Na ja, gut, dann warten wir ein bisschen. Ganz das klar. Ist sehr soll nett. Ich das nochmal überbrücken oder willst du nochmal nachlegen? Gerne, sehr gerne. In Benjamin Bintol hat jetzt der erste Spieler seinen Abgang vermeldet nach Halle. Wie hat das Auswirkungen auf das Spiel am Samstag? Steht er trotzdem in der Startelf? Auf das Spiel hat es überhaupt keinen Einfluss. Auf die nächste Saison hat es einen Einfluss. Auf das Spiel im Waldorf hat das gar keinen Einfluss. Also er ist weiterhin Teil unserer Mannschaft, natürlich. Ja, okay. Warum soll er das nicht sein? Rechnen Sie jetzt in den nächsten Tagen mit weiteren Abgängen? Ich rechne gar nicht, sondern ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was maßgebend ist und mich auf diese letzten Aufgaben vorzubereiten. Und wir planen natürlich die neue Saison, ist keine Frage, aber das ist auf einem anderen Blatt. Wie es geht, ist um das, was wir beeinflussen können in diesen letzten 4 Spielen. Und das ist eine sehr engagierte Leistung, genauso wie wir es in den letzten Wochen getan haben. Und das wollen wir genauso so fortführen bis zum letzten Spieltag. Und wir haben es ja gerade darauf angesprochen, wir wissen, es liegt nicht mehr in unserer Hand, was passiert, sondern wir müssen nur unsere Hausaufgaben machen, das wollen wir tun und alle personellen Geschichten werden wir danach abarbeiten und werden wir dann danach auch kommentieren. Aber jetzt geht es darum, in diesem Liga-Alltag zu bestehen und wichtige und wegweisende Punkte einzufahren. Jetzt hatte ich gehört, dass einige Testspieler schon mittrainiert haben. Können Sie trotzdem schon dazu ein bisschen was sagen? Ich bestätige das, aber erwarten Sie von mir nicht, dass ich jetzt Ihnen jetzt Namen nenne und diese Beurteilung abgebe, aber das haben wir schon die ganzen letzten Wochen immer wieder gemacht, dass wir den einen oder anderen dabei hatten zum Training und das ist ein ganz normaler Prozess. Ich glaube, das hat hier in den letzten Jahren genauso stattgefunden. Also man muss sich orientieren zu allen Richtungen, das tun wir und ich glaube, das ist, wenn man das nicht tut, dann wäre irgendwas falsch. Also Schreibpause. Alles gut. Alles gut. Ja, dann bedanke ich mich und dann sehen wir uns am Samstag um 14 Uhr hier an gleicher Stelle. Dankeschön.